Moderator Olaf Kiepen. Ja, als Taucher hat man ja ein ganz besonderes Anliegen. Und gerade wir hier, wir am Tauchturm der Boote Düsseldorf, wir teilen dieses Anliegen und wir wollen natürlich auch ein Forum bieten, nämlich für den Umweltschutz. Das ist der Grund, warum wir uns immer wieder Umweltschutzorganisationen einladen, um mit denen über die Projekte zu sprechen. Und ich grüße jetzt neben mir Dr. Lorenzo van Versen von der Umweltschutzorganisation Jakupacha. Hallo. Servus, Olaf. Jetzt hilf mir nochmal, war das korrekt? Van Versen oder von Versen? Von Versen. Von Versen, okay, ich entschuldige mich. Kein Problem. Also Jakupacha ist ja jetzt nicht unbedingt eine große Umweltschutzorganisation. Also man spricht hier mit Leuten in der Halle, es klingelt nicht sofort bei allen. Nee, das stimmt. Erzähl doch mal bitte den Gästen, womit ihr euch beschäftigt. Ja, also wir gehören sicherlich nicht zu den Größten, aber gut, mittlerweile, wenn es um Delfinschutz geht, denn kennen uns sehr, sehr viele Leute. Also wir sind eine kleine Artenschutzgesellschaft, die sich hauptsächlich auf aquatische Säugetiere konzentriert. Darunter versteht man Wale, Seekühe, Robben, Delfine. Und haben uns im Grunde konzentriert auf Südamerika. Wir haben Projekte in Brasilien, Argentinien, Chile und in Peru. Und die Idee ist, dass wir hier in Europa, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, Menschen sensibilisieren, damit die einfach Geld auch spenden, um Artenschutzprojekte in Südamerika zu ermöglichen. Und der Name Jakupacha kommt natürlich auch aus dem Südamerikanischen. Was heißt genau, das? Kommt aus der Quechua-Sprache und bedeutet Wasserwelt. Tja, und jetzt lass uns mal so richtig in medias res gehen. Was ist denn so das Problem bei den Süßwasserdelfinen? Also wir sind ja hier auf die Boot mit einem ganzen, mit einem neuen Konzept gekommen und mit einer neuen Idee. Wir wollen im Grunde Flussdelfine mehr in den Vordergrund stellen. Und wir wollen diese kleine Gruppe von Tieren auch mal präsentieren. Und es geht hier nur um 5 Arten. Und wir sehen hier auf diesem Monitor, sehen wir ja diese 5 Arten. Und wir haben die Flussdelfine leben hier. Vorne steht unser Rechner. Alles das, was wir da unten sehen, das ist das, was auf der Videowand zu sehen ist. Ja, okay. Deshalb gucken wir manchmal ein bisschen runter. Entschuldigung dafür, sieht unhöflich aus, aber ich denke, runtergucken ist immer noch besser, als wenn Sie die ganze Zeit so einen Rücken sehen, weil wir da oben hingucken müssen. Okay, aber wir haben 2 Arten in Südamerika, das ist der Amazonas-Delfin und das ist der La Plata-Delfin. Mit diesen Arten setzen wir uns auseinander und machen uns auch stark, damit diese Arten überleben können. Und dann gibt es 3 Arten in Asien, der Indus, der Ganges-Delfin, den es nicht gut geht und ganz schlecht geht es dem Baiji. 2006 hat man eine Expedition gemacht. 6 Wochen war man unterwegs, 30 Wissenschaftler, man hat kein Tier mehr gefunden und wir bezeichnen, also im Englischen bezeichnet man das als functionally extinct, also kann sein, gibt es noch vereinzelte Tiere, aber das reicht auch nicht aus, um diese Art zu retten. Das heißt, wir haben es hier mit einer starken Bedrohung zu tun und im Grunde mit in der Boot wollen wir auf unserem Stand auf diese Problematik hinweisen. Einfach nur mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Also ich finde das unglaublich. Also 2006, das ist keine 4 Jahre her, also 3 bis 4 Jahre, da sind die ausgestorben. Also der Einschlag, der ist schon ziemlich nah zu spüren. Vollkommen. Also und besonders die Situation der anderen sieht ähnlich aus? Also sind die auf dem Weg dahin? Ja, also besonders Flussdelfine sind immer sehr, sehr stark bedroht und gut auch empfindlich gegenüber Lebensraumzerstörung. Das ist hier im Fall des Ganges-Delfin war es der Bau von verschiedenen Staudämmen. Es gibt die Thematik gezielte Tötung. Zum Beispiel in Brasilien werden wir jetzt vermehrt Amazonas-Delfine getötet. Es gibt das Thema Fischerei, wo immer wieder Tiere als Beifang enden. Also der Druck auf diese kleine Gruppe von Flussdelfinen ist immens stark. Also wir, Jakupacha, wir haben uns als Ziel gesetzt, wie ich schon am Anfang sagte, uns hauptsächlich mit diesem La Plata-Delfin auseinanderzusetzen. Wir versuchen dort Populationsstudien zu ermöglichen. Wir versuchen Beifangzahlen zu bekommen, um ein bisschen das Ausmaß der ganzen Problematik ein bisschen näher zu definieren. Und das Wichtigste von allem ist sehr viel Umweltpädagogik. Das heißt, wir gehen in die Schulen und wir versuchen den Leuten einfach zu zeigen, wie wichtig es ist, diese Tiere zu erhalten. Ja, Beifang ist ja ein ganz großes Thema. Also man muss sich da einfach mal vor Augen halten, dass ja nicht gezielt nach diesen Tieren dann gejagt werden, sondern die kommen durch Zufall oder weil die sich halt da eben die Nahrung teilen in dieses Fischernetz mit rein.
sind nachher auch irgendwie zu nichts Nutze. Das heißt also, keiner wird es weiterverarbeiten, aber tot sind sie trotzdem. Also Beifang ist einer der größten Problematiken. Und wir haben es ja weltweit, also wenn man von 100 Millionen Tonnen Fischerei, das ist der weltweite Fischerei, Menge, was jedes Jahr gefischt wird, ist 30% des Beifangs. Das ist 30% fischen wir und es wird einfach über Bord geschmissen und bringt niemandem was mit. Und das andere Projekt, was wir haben, ist ein Projekt Amazonas-Delfin. Das sind sicherlich die Art, der es noch am besten geht, aber jetzt in den letzten Jahren vermehrt schlechter, weil Amazonas-Delfine, wir sprechen jetzt von ca. 1600 Tieren pro Jahr, die getötet werden, gezielt getötet werden und als Köder benutzt werden, um eine Welsart, die einfach eine große Nachfrage in Kolumbien, also die sehr gerne von Menschen dort verspeist wird, also die Nachfrage ist gewaltig. Und diese Delfinfleisch und auch Kaimanfleisch wird benutzt als Köder, um diese Tiere zu züchten. Und das ist ein riesengroßes Problem. Gibt es denn da für den Fang oder für die Zucht keine Alternativen? Also man hat ja mit Rinderinnereien angefangen oder Schweineinnereien und sowas alles. Aber man muss sich einfach vorstellen, dass das ungefähr, das kommt alles aus dem Süden Brasilien, das sind 5000 Kilometer Strecke. Und das ist dann einfach mit sehr viel Kosten verbunden für diese kleinen Betriebe. Das sind meistens Familienunternehmen, muss man sagen. Und da sind die einfach auf die Idee gekommen, also lass uns doch einfach ein paar La Plata, ein paar Amazonas-Delfine töten und benutzen die als Köder. Mittlerweile sprechen wir von ca. 1600 Tieren pro Jahr. Wie ist denn da euer Einsatz? Also ich sag mal, mit Strafe kommt man nicht weiter. Nee, also deswegen ist die Aufklärung sehr, sehr wichtig. Also ich habe ja immer gesagt, also jedes Projekt, was von Jaco Pacha finanziert wird, muss eine Umweltpädagogik-Komponente haben. Das heißt, wir wollen im Grunde durch Aufklärung und bei den Menschen im Grunde diese Arbeit. Also wir versuchen einfach, die Leute zu überzeugen, wie wichtig das ist, diese Tiere zu erhalten. Und das funktioniert auch. Das ist ein langwieriger Prozess. Es schluckt sehr, sehr viele Stunden, Tage, Jahre nicht, bis die Leute das verstehen. Aber letztendlich machen wir dasselbe, was wir hier in Europa oder in Deutschland vor 30, 40 Jahren gemacht haben. Und das hat ja zu was gebracht. Wenn ihr so Umweltpädagogik-Projekte macht, ist das so eine Sache für die ganz Kleinen, für die Kinder oder auch für Erwachsene? Für alle. Also wir gehen in die Schule, wir gehen auch in die Gemeinden und wir arbeiten also zum Beispiel in der Küste oder hier auch im Amazonas mit den Fischern. Letztendlich sind das hier die Leute, die immer als Buhmänner dargestellt werden, aber denen ja letztendlich nichts anderes übrig bleibt. Sie haben 8 Kinder, sie müssen diese Familie ernähren und unsere Aufgabe ist es, denen Alternativen zu bieten. Und ich denke, der Gedanke, dass man auch in 10 Jahren dann noch Brot bzw. Fisch auf dem Tisch hat, der ist sicherlich auch ein Gedanke, der da mitspielt. Genau. So, 2010, was passiert dieses Jahr an Besonderem? Also ich glaube, wir haben oder wir wollen einfach auch diese Chance nutzen, mit diesen Flussdelfinen einfach auch ein bisschen auch dieses internationale Jahr der Artenvielfalt einzuläuten. Wir wollen im Grunde auf diesen Artenschwund hinweisen, weil hier geht es nicht nur um den Verlust eines chinesischen Flussdelfins oder einer bestimmten Haiart oder einer bestimmten Fischart. Es geht im Grunde beim Verlust an Artenvielfalt oder Biodiversität geht es an den Verlust an genetischer Vielfalt und sicherlich an Ökosystemen auch. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir charismatische Tiere wie Delfine nehmen, um auf diese Problematik hinzuweisen. Wir haben ein riesengroßes Problem heutzutage, wenn in der vormenschlichen Zeit 100 Arten pro Jahr verschwanden, sind es heute pro Stunde 3 bis 5 Pflanzen- oder Tierarten. Das heißt, es ist ein ganz anderer Rhythmus, der hier eingekommen ist. Und ich glaube, wir müssen darauf hinweisen und wir müssen etwas tun. Ansonsten wird es problematisch, auch für Taucher. 80% der ganzen karibischen Korallenriffe sind bereits zerstört. 25% der ganzen Fischereibestände sind bereits kollabiert, also von den kommerziell genutzten Fischarten. Also ich glaube, da ist schon einiges im Gange und wir sollten etwas tun, um dagegen anzuhalten. Das sind auf jeden Fall alarmierende Zahlen, wo mir persönlich so ein bisschen Angst und Bange wird. Wenn man eure Arbeit jetzt unterstützen möchte, wo findet man euch hier auf der Boot Düsseldorf? Also hier sehen wir die 5 Flussdelfine. Wir sind so im Plexiglas mit LEDs beleuchtet. Der rote ist schon der chinesische Flussdelfin. Uns findet man hier in der Nähe von Tauchernet. Also wir sind in der Halle, also Halle 3, Stand
D92. Wäre sehr, sehr schön, wenn einige vorbeikommen, sich zu informieren. Also wir haben einige informative Poster, aber wir können auch viele Fragen dort beantworten. Tja, wir hoffen, dass er viel Hilfe bekommt jetzt. Die Hilfe muss ja nicht so aussehen, dass man unbedingt spendet. Wie du gerade sagtest, ihr habt doch einen tollen Shop mit tollen Sachen. Da kann man was für sich tun, was mitnehmen und gleichzeitig noch was Gutes für eure Organisation tun. Und dann wollen wir hoffen, dass ihr eins auf gar keinen Fall machen müsst. Dass ihr keine roten LEDs mehr kaufen müsst. Das wäre sehr, sehr schön, wäre wünschenswert. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich beim Publikum fürs Zuhören.